Und herzlich willkommen zum 12. Part von Die Sims 4. Weiter geht's, und falls ihr euch fragt, wieso wir auf einmal so viel Geld haben, schaut eben im Zwischenpart vorbei, zwischen der nach der letzten und vor dieser Folge aufgenommen worden ist. Da seht ihr, warum wir auf einmal 1,5 Mio und ein paar Zerquetschte haben. In Simoleons natürlich. Ja, gut. Machen wir weiter direkt mit dem Plan, dass Arne verreist ins Reich der Magie, obwohl eigentlich, da wir jetzt ja morgen, die habe ich halt nach drüben geschickt, für alle, die es nicht wissen, und ja, deswegen können wir eigentlich Ruf der Geister machen, uns mit der guten Sarah anfreunden und die in den Haushalt holen, weil wir haben einen abgegeben, können wieder einen nehmen, so in etwa. So, zack, komm, bitte klapp, es ist 1 Uhr nachts, muss doch klappen. Joe schläft da einfach in der Küche am Boden. Was für ein Arbeitstag. Jetzt Minder ist wieder zu Hause und hat 24 Simoleons verdient. Warum darf sie nach Hause, aber ich nicht? Sie ging nach mir zur Arbeit. Das ist vor mir zu Hause. Was ist das denn? Was zur Hölle? Und verdient auch noch mehr wie ich locker. Weil sie verdient 224 anscheinend pro Arbeitstag und ich. Gucken wir gleich mal, wie ich verdiene, wenn ich zu Hause bin. Aber jetzt Minder könnte man auch behalten. Dann könnte ich das auf mehrere Chars verteilen mit den Jobs, theoretisch. Und Amber, nein, du gehst nicht baden, Jasmina muss auf Klo, und Klo ist wichtiger wie baden, hör mal auf. So. Obwohl, du musst auch aufs Klo, wer ist wichtiger? Von, wo ist das? Ah, okay, bei dir ist nicht so wichtig, du kannst mal eben hier kurz einmal eine Romanze sehen, damit es dir besser geht. So, sie ist traurig, weil ihr Mann gestorben ist und weil sie mich beim Betrug gesehen hat, was nicht so gut ist. Weil eigentlich wollte ich nicht, dass sie davon weiß. Aber naja, mein Char ist halt ein Dolly, ne? Er sollte eigentlich nur Siobhan in einem der vergangenen Parts einladen und ja. Stattdessen lässt er sich anflirten. Was ja, nicht so gut ist. Naja, egal. Gut. Wenn Amber fertig ist, darf sie hier auch mal eben mitschauen. Und ja, genauso wie das. Ich auch nicht wollte, dass Amber deswegen traurig ist und so, weil eigentlich wollte ich auch mit ihr ein bisschen eine Romantik-Balken haben mit meinem, aber naja, egal. Hatte ich ja auch, bis das kam und so. Naja, egal. Gut. Anne, kannst du mal bitte schauen, was da los ist? Weil eigentlich soll Sarah vorbeikommen und so. Aber vielleicht muss sie die Bindung hier erhöhen, indem sie um Sarah trauert und dann Ruf der Geister macht. So. Zack. Wenn Joe beim Abwasch zuschaut. Ja, du kannst doch nicht helfen, mein Kleiner. Jo. Aber kannst Leckerchen haben, jo. Dann noch streicheln. Und Amber, du darfst bald baden gehen. Eine Sekunde noch. Du kannst eben hier zuhören. Obwohl, nee, kannst du nicht. Du kannst eigentlich immer ein bisschen schauen. Genau. Fernsehen. Während Siobhan eben dann aufs Klo geht. Jasmina, geh mal raus da. Was auch immer du vorhast, keine Ahnung. Geh mal hier raus. Du darfst, genau, schlafen darfst du. Und wir haben ein bisschen Bettenmangel hier beim Haushalt. Aber ja, durchstreichen, genau. Und dann lass du mal aufs Klo gehen, genau. So, was meiner ist immer noch arbeiten und der ist wütend. Wegen deinen Träumen, ja. Und, oh, jemand bricht mal wieder und lassen den Müll da. Ey, nee, es geht nicht. Tür zu bitte und dann verbrenne ich die eben. So. Sascha, du darfst mal im Flur warten. Eigentlich wollte ich zwar reisen mit Erne, aber naja, das lassen wir erstmal. So. Meiner ist wieder da und hat 91 Simoleons oder so verdient. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Wollte ich eigentlich nachgucken, aber spielt keine Rolle. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bringt gar nichts, ey. So lange weg gewesen und jetzt minder so. Was kommt diese Seniorin, die nicht aussah von Weitem wie eine Seniorin, bricht in unser Haus ein und werft Sachen in unsere Mülltonne? Was geht denn ab, ey? So, Anne, du darfst mal bitte damit aufhören. Nein, nicht auf Wiedersehen, nicht plaudern. Und Ruf der Geister ist ja auch schon weg. Oh, scheiße, Überladung, ne? Ja, toll. So, Siobhan muss eben im Klo eingesperrt werden. Sorry. So, Siobhan muss eben eingesperrt werden. Und Amber muss auch irgendwo hin, dass sie eingesperrt wird. Weil sie könnte das Feuer löschen. Dann geh am besten einfach schlafen eben. Machst du was Sinnvolles. Und du kippst mir nicht um. Nee, gut. Perfekt.
Ja, wenn Siobhan umkippt oder Jasminda, obwohl Jasminda darf nicht umkippen. Aber ja, Amber und Dings dürfen ruhig umkippen. So ist kein Problem. Amber und Siobhan. Ja. So wichtig ist das bei denen nicht, weil, ja, haben halt keine Superkräfte, sind nicht ich, können ruhig umkippen. Und du brichst hier nicht ein, um deinen Müll abzuladen. So. Weil es war ein Fehler, den du nicht hättest machen dürfen. Man bricht nicht in fremde Häuser ein. Ja, Joe darf sowieso hier bleiben, der kann ja Feuer nicht löschen zum Glück. Ja, das wäre echt schade, wenn er das könnte. So. Das geht noch nicht, aber bitte abzulenken vorher. Kannst du das nochmal abbrechen? Dankeschön. Okay. Dann machen wir das einfach so und so, damit sie nicht abhaut und es ewig dauert, bis ich sie wieder rufen kann. So. Siobhan, du bist ja. Ah, Mann, nein, jetzt geht die auch noch in mein Zimmer. Die. Oh Mann, ich hasse diese Senioren. Bricht hier ein, fühlt sich wie zu Hause, ey. Ganz ehrlich, ey. Was ist das für eine Unmensch? Die benutzt auch noch mein Bett oder was? Ja, genau. Schlaf auch noch mein Bett. Möchtest du auch noch meine Schwan haben oder was? Kannst du vergessen, ey. Du wirst sterben, Alter. Und dafür. Du kannst. Wirst sterben, Alter. Du kannst mich mal. Ah, okay, sie ist raus. Gut. Aber leider brennt sie nicht. Aber egal, jetzt minder. Ja, ist egal, dass sie gerade mein Kind bekommt. Ist mir gerade so richtig egal. Ah, scheiße, schade. Ich muss aufs Klo. Ist mir gerade echt egal. Lösch das Feuer. Lass nichts bringen. Mach weg. Bitte. Dankeschön. 10 Simoleons erhalten. Wow. Dafür ist gar nichts. Sein Futter ist kaputt, ne? Ja, das darf natürlich nicht kaputt sein. Das wird ersetzt. So. Außerdem können wir uns eh leisten. Aber ja. Ja, aussieht, das Sascha schafft das Essen. Wie. Ach, das hat er jetzt einfach nachgeholt? Das habe ich ihm ja im letzten Part gegeben, aber er musste ja zur Arbeit. Das scharfe Essen nicht gewöhnt. Ich hoffe, das killt nicht. Nice! Das, ich habe es abgeschlossen. Nice, dann ess das mal und dann kannst du eigentlich. Ja, kannst erstmal da bleiben. Ich hoffe, du kippst nicht um und nichts, aber. Ja, noch haben wir ein bisschen Zeit und so. Oh, schade, sie ist doch weg. Das hatte ich vor auch zu vermeiden, aber ist egal. Weil Hauptsache, die Seniorin stirbt. Bei was bricht die hier ein? Fühlt sich wie zu Hause. So, das geht gar nicht. So. Ich hoffe, ihr versteht mich da, aber wenn nicht, ist mir auch egal, weil ich kill sie sowieso. Außer sie kann nicht gekillt werden, aber dann ist das halt so. Die Couch noch mit weg, nice. Ja, Schnauze. So, mach das weg. Mach die weg, mach die weg, mach die weg. Nur darauf achten, dass anders nicht durch, die anderen können nicht. Zum Glück. So. Nur eine Feuerwehr, die gerufen wird, könnte jetzt durch die Wand das Feuer löschen, was unrealistisch ist, aber sind sie möglich. Aber hoffen wir, dass das nicht passiert. Und dass die Seniorin bestraft wird für ihr Verhalten. Was einfach ziemlich dreckig war. So. Während du brennst, lass dir das eine Lehre sein. Nicht einfach in fremde Häuser sich einzubrechen und sich wie zu Hause zu fühlen. Lass deinen Müll bei dir. Hättest du mal deinen Müll bei dir gelassen und mein Bett nicht angerührt? Das ist mein Bett. Herzlichen Glückwunsch. Sascha hat als die ersten Schritte seiner Kunden die Nachrichtenreise durch die Stadt zurückgelegt. In der Stadt verzehrte Speisen können später gekocht werden. Es werden noch 25, 26 weitere Rezepte auf dich. Mach dich auf den Weg, um neue Gerichte zu probieren. Ja, auf jeden Fall, aber eigentlich hatte ich andere Dinge in dem Part vor. Ich wollte eigentlich nur eben ihn essen lassen, wegen den Punkten halt, weil. Das kannst du halt easy machen, so. Und ja, Sascha kann mal nach Hause zurückkehren, weil, nein, du musst nicht mit Darsch plaudern. Er kann mal weg. Weil dein Kind ist bald da. Aber erstmal müssen alle den Toten Darsch haben. Hi Sensenmann, wie geht's? Kannst du die mitnehmen? Boah, eigentlich gar nicht mal so schlimm. Oh nein, Arne brennt! Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich. Nein, komm schon. Schaffst es? Jawohl, nice. Wenn meiner immer noch nicht da ist. Meiner hat keinen Bock drauf. Oder? Kannst du nach Hause kommen? Kumpel? Ich mach das Feuer hier.
Oh! Ist sie schon. Nice! Das ging sehr schnell tot. Haben die den gepatcht? Das wäre ex. Das wäre ultra nice, wenn er geht. Weil, ja. Weil es hat ewig gedauert früher. Früher war es echt, und manchmal war es auch früher leider verbuggt. Ich hoffe, das haben die auch immer endlich behoben nach all den Jahren. Weil es war echt nervig. Manchmal konntest du nicht weitermachen, nur weil der Tod die Leiche nicht mitgenommen hat. Und ja. Aber es scheint, als wäre es größtenteils behoben oder vielleicht komplett behoben. Und nein, nicht Joe abfackeln, nein. Okay, gut. Das wäre das Schlimmste von allem, so. So, Amber wird angerufen. Ah, nee, die muss zur Arbeit. Kannst dich mal krank melden, weil... Nee. So. Ist sie krank? Auf, erschrocken. Schreckt euch Magie bei der Nähe eines Magiers mit überladener Sauerstoffladung. Ein Magier ist gefährlich überladen. Seiner Nähe fühlen sich alle sehr unwohl. Ja gut, wenn sie überladen ist, macht es keinen Sinn, wirklich mit ihr ins Magierreich zu gehen. So. Was machst du da überhaupt? Geist ist offen, Mann. Ich dachte, ich schaffe das mal. Ein Baby unterwegs ist mein Sohn! Ein Junge! Sascha? Junior? Weil so nenne ich immer meinen Erstgeborenen. Bieder. Dann haben wir auch was von Jasmin da drin. Perfekt. Zwillinge? Okay, das war jetzt eine Surprise. Nennen wir ihn einfach James. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie passt das ja. Perfekt. So. Und du musst duschen. Aber, ja. Lass die Pfütze einfach da, genau. Dass alle durch deine Pfütze laufen oder was. Nein, erst aufwischen. Ich weiß, es ist auch teilweise meine Schuld, aber trotzdem. Erst aufwischen. Dann darfst du einmal das machen, weil den Geist muss nicht unbedingt du ins Jenseits entlassen, das kann auch irgendwer anders machen, zum Beispiel Shivani hat keiner auf, ah ne, die fällt fast um. Du kannst mal eben schlafen gehen und toll, dass das hier mitten im Weg vor dem zweiten Bett steht, weil warum ist irgendwo anständig platzieren, wenn man es im Weg stellen kann? Ja. Obwohl, wir brauchen den Verstärker nicht mehr. Und ja, Mucke haben wir ja auch nicht mehr wirklich nötig, obwohl ich will noch mal schauen, ob wir die Nachbarn noch mal trollen können. Andererseits haben wir das größtenteils gemacht, also ja. Andererseits ein bisschen Mucke tut gut, aber ja, wir brauchen halt eigentlich den Platz dafür, für die Kiddies und so. Ja. Ja, eigentlich schon, weil das ist der beste Platz, wo die eigentlich hin können, weil hier ist halt ein bisschen blöd. Ja, und woanders haben wir auch nicht wirklich Platz, also wir müssen echt umziehen, so schnell es geht. So, aber andererseits, ah nee, das geht nicht wegen der 40, stimmt ja. Ja, weil ich will die auch nicht im Schlafzimmer haben in Sims. In echt ist das was anderes, weil da würde ich sagen, okay, sicherheitshalber ins Schlafzimmer mit den Kiddies, aber in Sims, nee, so. Da können die ruhig im Wohnzimmer sein, da habe ich das ja trotzdem unter Kontrolle, weil ich ja spiele, ne? So, das ist der Unterschied. Warten, bis die Pfütze weggewischt worden ist, nur wegen Blasenversorgung, toll. Oder ich mache die beiden so und verschiebe meine Tür. Das würde auch eigentlich theoretisch gehen. Ist vielleicht auch so in Ordnung. Ja. Die Urne kann ich vielleicht hier an den Schreibtisch tun. Oder ich tue die Urne. Was, man kann die auch aufstellen irgendwo? Das wusste ich nicht. Krass. Aber das lassen wir lieber mal. Ich stelle sie hier hin, zwischen Schreibtisch und Joes Tierarzt. Ich weiß, wichtig. Weil bei Joe in der Nähe steht. Weil Joe ist halt der wichtigste Sim. So. Also der wichtigste Char, sagen wir es mal so. Weil Tim ist ja auch, ja, mehr oder weniger. Als erstes darf Anne baden. Die hat die Badeprivilegien. Vorher ist Minder, die sich mal um die Kiddies kümmert, genauso wie mein Char, wo auch immer der gerade abgangelt. Ach ja, draußen noch. Anne, mach erstmal sauber, dann darfst du baden. Siobhan darf ins Bett, bevor die mir umkippt. Jasmina, du kümmerst dich bitte kurz noch irgendwie um die Kiddies, während ich verhindert bin. Und um die beiden Boys. Und leider steht mein Hund darum. Ich hoffe, das behindert Jasmina nicht. Gib dir mal bitte Happa Happa. Und der Rest macht der Papa Papa hoffentlich. Oh, Postbotin ist da. Habe ich keine Rechnung bekommen. Amber, hör doch auf. Es sind nicht deine Kinder. Willst du brennen? Hör auf damit. Meine Güte, ey. Das regt mich auf, ey. Kümmere dich doch um deinen Scheiß. Ganz ehrlich. Was mischt sie sich da ein? Ich habe schon Jasmina die Mutter beauftragt, sich darum zu kümmern. Sie geht einfach blöd gucken oder was? Was soll denn das? Ganz ehrlich, ey.
Dafür würde ich dir so gehörig die Meinung geigen. Was machst du? Och, hör doch auf einer Parkbank zu schlafen. Das haben wir nicht nötig bei unserem Geld. Und unserem. Oh Mann, ey. Was für ein Otto. Nein, du pennst nicht auf einer Parkbank, Schau. Das will ich nicht normal sehen von dir. Weil ganz egal, wie müde du bist. Hast nicht auf einer Parkbank zu pennen. Gut, da meiner auch fast umkippt und jetzt Minder auch. Ja, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als wie dass sie einfach hier die Windel wechselt von ihm und hier auch einfach macht. Sorry, jetzt Minder halt bitte noch was durch. Ja, bei meiner, aber meiner muss halt auch mit Joe gehen, so, das ist halt auch so. Hallo, kannst du den mal anleihen jetzt? Wieso machst du das nicht? Geht das nicht, oder was? Hä, die Tür ist offen. Ah, nee, ist hier nicht. Okay, mein Fehler. Ich dachte, die wäre schon offen, hä? Dann, hä? Wurde das nicht akzeptiert? Habe ich das vergessen zu machen? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, mach jetzt. Ist okay. Und du wirst ohnmächtig, oder? Nein. Vorherige Panik kommt wie immer zu spät, nice. Das können wir echt einfach mal rausmachen, weil. Nee. Anne, das ist mein Bett, hör auf. Das leih ich nicht aus. Aber wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Am besten wäre natürlich noch zwei solche Betten einfach da platzieren, aber ich glaube, der Platz reicht da nicht. Außer ich trenne mich von der Couch und mache da nochmal irgendwie Betten oder so. Zwei Betten ins Wohnzimmer statt der Couch. Und vielleicht der Fernseher auch erstmal weg mit der Konsole, aber andererseits ist da. Ja, wir haben ja einen Computer eigentlich fürs Spaßbedürfnis und meiner ist ja eben mehr Techtelmechtel beschäftigt als wir als andere. Die Uhren ist von Mac Greenbock, die kann verkauft werden. Ah, nee, kann sie nicht. Schade. Aber ich will die Uhren echt nicht haben. So. Ich kann hier rein eingehen. Gucken, ob wir irgendwo noch den Platz vielleicht im Schlafzimmer haben, aber ich glaube, das wird ein bisschen eng, deswegen. Ja, nee, passt sogar gar nicht. Deswegen machen wir das einfach dann, ja, vorübergehend erstmal hier so. Aber das ist halt keine Dauerlösung. Ich meine, ein Bett steht einfach mitten im Wohnzimmer. Und wir brauchen dann immer noch eins. Weil wir haben ja, aktuell schlafen ja Amber und Anne. Ein Bett brauchen noch Anne, Amber und Siobhan. Und Anne und Jasminda brauchen ja auch eigentlich ein Bett. Okay, Siobhan könnte bei mir schlafen oder Jasminda. Aber zur Sicherheit, da ziehe ich hier vielleicht noch ein Bett, oder? Wie mache ich das? Obwohl, das Tierarztding könnte man wegmachen, erstmal, aber. Nee, ich mache das so. Sieht zwar irgendwie ein bisschen scheiße aus, aber naja, scheiß drauf. Ist ja auch nur vorübergehend und ja, wie es aussieht, ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, es funktioniert alles. Dass alle Chars ausgeruht sind und so, das geht halt vor. So. Als wie, dass es schön aussieht, da bin ich einfach der falsche Mann für, weil. Nö. Juckt mich nicht wirklich, wie es aussieht. Weil, ja, sonst werde ich halt auch die putzen lassen und so sofort. Aber wichtiger ist natürlich, dass Joe rauskommt. Wichtiger ist, dass alle Chars schlafen und Sascha. Hör auf, das abzubrechen, Junge. Sonst mache ich mir einen neuen Char und lass dich draufgehen. Geh mir nicht auf die Nerven, Junge. Wenn ich dir was sage, hast du das zu machen. Du bist mein Char. So. Die anderen zwar auch, aber du vor allem, Junge. Weil du so repräsentierst mich. So. Und sie ist extrem dämlich, weil sie geht erst essen statt schlafen. Das ist super. Aber mal gucken, ob du schlafen kannst und ich auch. Hi Moira, was willst du hier? Vor allem mitten. Ach nee, so ist nicht miteinander nach. Jo, vielleicht will sie. Hi Nachbar, ich langweile mich. Hast du Lust, mit ein bisschen abzuhängen? Wir können ein bisschen quatschen oder irgendwas machen, worauf du Lust hast. Ja, könnte man theoretisch machen, aber alle Chars sind tot, deswegen eher weniger. Hat sie sich angepisst? Na egal, ist mir nicht so wichtig. Ja, hat sie aber, ist okay. Kann sich ruhig zu mir legen, ist okay. Ist zwar ein bisschen, ja, ekelhaft, aber ist okay. So, kommt ja schon mal vor, so. Ist ja jedem schon mal passiert, oder? Selbst wenn es halt einem das letzte Mal als Baby passiert ist, man kann nicht, oder Kleinkind, kann man ja nicht sagen, dass man sich nie selber in die Hose gemacht hat. So. Aber ist ja auch egal. Und wir machen hier die Tür zu, und zwar für alle Tiere. Weil, falls hier irgendwer einbricht, kill ich den einfach. Weil niemand hat hier einzubrechen. Und weil da bricht man echt ins falsche Haus ein. Oh shit, Joe. No, 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 no. Ich hab's zu spät gesehen. No. Und Joe musste kotzen deswegen. Verdammt. Was hab ich zu spät gesehen? Deswegen steht meiner nochmal auf, kümmert sich um das. Ich hab's zu spät gesehen. Schade. Das ist echt kacke. Zum Glück ist mir das in echt nie passiert. Weil da achten wir extrem drauf. Aber wir achten eher extrem auf alles, was mit Joe zu tun hat, was aber auch wichtig ist, weil
Wenn du einen Hund hast, musst du dich halt auch anständig um ihn kümmern und jetzt schläft er in Ruhe. Hoffentlich passiert mir das nie wieder in diesem Let's Play. Weil dann würde ich mir selber eine klatschen. Also nicht mal im Ciao, sondern mir. Und ja, die anständige Waffe soll man anzünden. Nur weil eine volle Binde hat, soll es immer noch nicht Anna aufwecken, ey, meine Güte. So. Ja, geh doch nicht auf die Nerven, wechsel eben die Binde, sondern lass sie hoffentlich mal schlafen. Ey. Ja. Sonst kommen die einfach ins Badezimmer. Stehen die noch mehr, nein, Spaß, keine Ahnung, was dann. So. Aber ich kann sie ja auch nicht irgendwo anders platzieren, so, weil sonst fängen die noch irgendwen anders auf. Andererseits könnte ich Amber tauschen mit Anne, weil Anne ist halt wichtiger, weil sie halt die Magierin ist. Deswegen ist Anne halt wichtig. So. Weil sie hat halt Superkräfte und klar, eine Meerjungfrau und Amber ist halt auch wichtig. Versteht mich ja nicht falsch, aber sie kann halt nicht zaubern. So. Und zaubern ist sie halt OP wie Vampire halt. Oh. Ja. Dein Tag ist gerade 100% schöner geworden, ja. Kommst aber spät, Kollege. Gleich vorbeikommen heißt halt so ein paar Tage später, oder wie? Eine Woche später kommt er vorbei. Genau, grob vorstellen, mach das mal. Ist okay, hat er verdient. Andererseits, nein, mach das nicht, weil sonst ist er nicht so nett zu Anne. Und das will ich ja nicht ganz weg über den Haufen werfen. Ah, nee, du musst ja gar nicht, oder? Musst du? Ich glaube nicht, ne? Bist voll? War voll, genau, okay. Gut, dann kannst du noch ein bisschen hier eben ärgerliches Häuflein machen. Und er kann eben... Spielt im Müll oder was? Junge, kannst gleich nach Hause gehen, was soll denn das? Grob vorstellen und nach Hause schicken. Was soll denn das? Kommst du vorbei, um im Müll zu spielen oder was? Mach uns doch nicht noch mehr Arbeit. Wir haben schon genug zu tun gerade. Was soll denn das? Ganz ehrlich, wie alt bist du? 5? Spielt er da einfach Müll, ey. Gibt's ja nicht, ey. So, grob vorstellen und dann kann er mal nach Hause gehen. Das geht mal gar nicht klar. So, das hier kann weg. So, ja. Kann nach Hause gehen. Wenn dem Babys mal wieder scheiße geht, na super. Das ist seine Schuld. Genau, geh nach Hause. Tschüss. Sollst du ja auch. So, tschüss. Geh weg. So, Windel wechseln. Und hier darfst du auch mal Windel wechseln. Dann kannst du dich um Joe kümmern. Weil du bist die Einzige, die der es gerade von der Energie her und so gut geht. Also eigentlich bis auf Sozial geht es ja richtig gut eigentlich. Gefällt mir. Probleme von der Seele reden. Nee, kannst mal kennenlernen machen noch. Aber ihr kennt euch doch schon. Eigentlich. Spielen. Genau. Dann kannst du ihm noch was zu essen geben und dann... Hä, hat er nicht gesagt, er geht jetzt? Ach so, er braucht ja immer extra lange anscheinend. Super. Toll. Geh nach Hause jetzt. Sollst dich nicht rumhängen. Wenn du enorm Müll spielst, kannst du auch nach Hause gehen, ganz ehrlich. Jenny Price, okay. Ja, könnte man auch vorstellen, aber ich glaube, die ist eh zu weit weg, also scheiß drauf. Wechsel hier noch die Binde. Genau, geh nach Hause, endlich. Endlich weg mit. Jasmin da, oh, siehst du was? Du musst. Bist du erholt? Und ist Chavan erholt. Ja, perfekt. Dann darfst du, während sie an den Kühlschrank geht, kannst du im Dampfen duschen gehen. So. Was hat sie jetzt? Wunsch mit mir. Mit Sascha über Beziehungsängste reden, weil Angst hat, betrogen zu werden. Ja, wolltest du doch schon, also alles gut. Oh shit, sie muss zur Arbeit. Oh no. Herzlich Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Dankeschön. Aber Jasminda, du kannst hier mal bitte frei nehmen, weil, ja, das kriege ich nie im Leben hin, dass das die. Ihr bis dahin besser geht und so. Deswegen kann sie sich mal einen Tag frei. Ah ne, falsch, abbrechen kurz, weil das geht vor. Und zwar kannst du hier mal in Elternzeit gehen eben. Und währenddessen kann Amber eigentlich mit Joan kurz einen Spaziergang machen, wenn sie mit den Kiddies fertig ist. Eigentlich ist das ja Aufgabe von mir und Jasminda, aber ja, die können halt gerade nicht, weil Jasminda hat ja bis jetzt geschlafen und der geht's immer noch nicht gut. Und mein Char, der ist noch am Schlafen, dem geht's auch nicht gut. Deswegen macht das ausnahmsweise einfach die. Was sehe ich da, Dominik? Nur weil du der Vater von Chavan bist, heißt das nicht, dass du hier vorbeikommen kannst, wenn du willst, und deinen Müll abladen kannst. Junge, hast du nicht mitbekommen, was letztens passiert ist hier? Gut, du bist ja nicht so auf der Liste. Ja, das mache ich so lange weiter, bis einfach jeder Char, der das macht, weg ist. So, weggeweckt ist. So. Hier abschließen, dass meiner nicht rauskommt und irgendeine Scheiße verzapft. Du kannst dann mal bitte wieder reingehen.
weil dein Vater, der wird jetzt drauf gehen. Und ja, Amber, du kannst mal bitte mit Joey spazieren gehen eben. Ach nee, kannst du nicht. Stimmt ja. Ich glaube, das geht gar nicht mehr. Du kannst mal bitte mit hier reingehen, einfach. Ist egal. Irgendwohin, dass ihr mir nicht auf die Nerven geht. Ach ja, stimmt, geht ja noch. Er ist weg. Nö, das sehe ich jetzt nicht ein, Kollege. Das kannst du vergessen. Aufschließen. Siobhan, kannst du mal bitte aufhören damit? Danke, dass du es befolgt hättest. Du kannst mal einladen abzuhängen, und zwar deinen Vater. Wie, sie kennt ihren Vater nicht? Wahrscheinlich. Sie kennt einfach ihren Vater nicht. Ja gut, dann musst du erstmal dran glauben. Einfach aus Prinzip. Obwohl, nee, geht ja nicht. Wo ist Dominik zur Hölle? Ist er jetzt arbeiten gegangen oder was? Was soll denn das? Als ob sie ihren Vater nicht kennt. Ich meine, ernsthaft, was soll denn das? So, mal gucken nach ihrem Vater. Dominik. So. Ja, ich kann ihn nicht einladen. Anscheinend zur Arbeit gegangen. Der miese Harald. Dafür wirst du noch bezahlen, Kollege. Das schwöre ich dir. Jasmina, geh mal raus hier bitte, wenn das geht. Erst mit dem Killen muss ich dann später erledigen. Leider. Ich hätte ihn jetzt echt gerne erledigt, Leute. Aber leider geht das nicht. Und beide müssen aufs Klo, das ist nicht gut. Warum isst du überhaupt auf Klo? Wie komisch ist sie überhaupt? Kein Spaß. So, kümmere dich mal bitte ums. Amber, kümmere dich doch kurz ums Kind, habe ich gesagt. Meine Güte. Das schokoladische Essen darf Joe nicht dran gehen. Also in Sims, glaube ich, passiert da nichts, aber in echt ist das halt nicht gut, wenn Hunde Schokolade essen, also. Bitte aufpassen, wenn nicht, steht ihr bald in Flammen, wenn ich euch finde. Wenn Arno euch findet. So, gut. Jasminda ist Torte. Obwohl eigentlich gar nicht so schlecht, dass Dominik entkommen ist, weil so kann ich Arne noch ein bisschen mich intensiver drum kümmern. Amber, mach das mal bitte, deine Aufgabe mal vernünftig. Ansonsten gibt es auch die Fräse. Und nein, du gehst jetzt nicht baden, weil du kannst eigentlich mal kurz mit ihm. Boah, ich habe gesagt, nein. Nein, andere Leute müssen aufs Klo. Da musst du halt kurz warten und duschen. Ganz ehrlich, wenn Leute aufs Klo gehen, ist das wichtiger, als wie dass du nicht stinkst. Ja, gut. Musst du aufs Klo? Nee, ne? Nee, gut. Perfekt. Weil sie muss aufs Klo, das weiß ich. Und du musst nicht duschen. Du kannst mal eben hier aufräumen. So, mach das mal eben. Ach so, nee. Was mache ich denn da? Ich soll spazieren gehen eben. So, mehr. Tierpflege, spazieren gehen solltet ihr machen. Mittlerer Spaziergang ist okay. Und du gehst eben aufs Klo. Ich hoffe, ich hab dich. Amber macht ihren Job anscheinend nicht richtig. Schön. Du sollst doch mal kurz dich drum kümmern, Mann. Immer das kriegt ihr auf die Kette, toll. Hört das Bett nicht, sie Kind, könnte schon sagen, ganz ehrlich. In letzter Zeit, Amber, das ist nicht gut. Hi, Moira. Ja, ich habe dich falsch eingeladen, weil eigentlich wollte ich Dominik haben, deswegen. Ja. Kannst du eigentlich mal nach Hause gehen? Obwohl, eigentlich. Ach nee, das stimmt nicht. Jasminda, mach mal hin auf Klo. Und nein, du gehst nicht duschen, weil meine auf Klo muss. Du kannst mal hier mit Moira reden. Du kannst mal hier eben Horny Forsch. Nee, du kannst mal hier aufräumen. Das ist wichtiger, als mit Moira zu plaudern. Während meiner hier aufs Klo geht. Amber, hör auf Klo gehen zu wollen. Und wehe, Amber, du gehst da rein. Mit Flasche füttern. Nice, gut. Und dann kannst du das mal bitte lernen. Und dann kannst du mal eben hier neues Futter suchen. Das sah gar nicht aus. Und ich will kein Risiko mehr eingehen, nachdem mir das einmal schon passiert ist in diesem Part. Will ich kein Risiko eingehen mehr. Anne, was machst du? Bitte keine Kacke bauen. Gut. Machst du nicht. Gut. Meiner muss schon nur zur Arbeit. Ihr wollt mich doch verarschen. Nee, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr sowas von vergessen. Ganz ehrlich. Das könnt ihr echt sowas von vergessen. Nein, hör auf. Oh Mann, er ist so dämlich. Ich schicke ihn auf Klo. Was macht er? Im Internet surfen. Ja, dann pinkel dich voll. Für die Dummheit müsste ich eigentlich dafür drauf bestehen, dass mein Char sich in die Hose macht. Ganz ehrlich. Wie kann man nur so blöd sein? Und Chevan, was soll das? Nein. Nein. Das kannst du, blöde Kuh, ganz vergessen. Was für, du lässt meinen Hund unten, um duschen zu gehen. Was soll die Scheiße? Willst du drauf gehen, Chevan? Dann mach so weiter. Das will ich nicht nochmal erleben. Dass wenn ich dir sage, du gehst mit dem spazieren, dass du nach Hause kommst, um zu duschen, während ich gesagt habe, du gehst nicht duschen. Mach so eine Scheiße nicht noch einmal, sonst ist dein Vater nicht der Einzige aus der Familie, der drauf geht. Bist du die Nächste. Toll, jetzt hol meinen Hund wieder.
Und wehe, dem geht's nicht gut. Wehe, dem geht's irgendwie nicht gut. Hol den wieder. Meine Fräse, ey. So. Die wird gleich erstmal direkt von meinem Char angeschrien, sobald er auf Klo ist. Aber eigentlich sollte ich das sofort machen, weil meiner verdient hat, echt angepisst zu sein. So. Also, ja. Doppelt angepisst zu sein. So, du kannst mal hier. Bist du irgendwie behindert oder so? Ja, piss dich an, du Dummkopf. Meine Güte. Die Tür muss doch da offen sein, oder nicht? Ja, die Tür ist offen. Was ist er für ein. Achso, ich habe die Tür vergessen, oder? Ja. Okay, mein Fehler. Tja, ich nehme alles zurück, das war meine Schuld. Ich bin der Dulli von uns beiden anscheinend, aber gut, brüll sie trotzdem mal an, weil das geht nicht, dass sie einfach so eine Scheiße mit Joe veranstaltet. Ganz ehrlich. So, anbrüllen. So, was soll das, Siobhan? Was soll das? Wo ist mein Hund? Nein! Ja, er muss sich erst um das kümmern. Scheiß auf die Arbeit. Ganz ehrlich, scheiß auf die Arbeit. Na toll, jetzt ist Joe weg. Dankeschön, Siobhan. Gut gemacht. Dafür sollte ich sie eigentlich killen. So. Egal, ich schicke ihn zur Arbeit. Und Siobhan kann das wieder gut machen. Hoffentlich. Weil toll gemacht, Siobhan. Super. Klasse. Jetzt ist Joe weg. Und ich weiß nicht wo. Toll. So, Siobhan. Das wird dir hoffentlich eine kleine Lehre sein. Bau keine Scheiße bei meinem Hund. So, ich werde dich nicht reiten. Mal gucken, ob wer anders dich reitet. So. Lass dir das eine verdammte Lehre sein. Den lässt du nicht nochmal unbeaufsichtigt da unten. Wenn du jetzt drauf gehst, ist mir auch egal. Entweder irgendwer rettet dich oder eben nicht. Ist mir egal jetzt. Anscheinend wohl nicht. Lol. Aber den einen Einbrecher retten. Sie könnten, sie, bei ihr würde ich wenigstens verstehen. Es ist halt das Haus halten, aber. Ja. Jetzt vielleicht nicht mehr. Aber selber schuld. Hätte mal nicht so eine Scheiße veranstaltet. Ganz ehrlich. Was soll denn das? Ich sag dir mit meinem Hund, ich schicke sie mit meinem Hund raus hier. Sie kommen nach Hause ohne Hund, um duschen zu gehen. Nicht anders verdient, ganz ehrlich. Und ob wir dich nochmal wiedersehen? Großes Fragezeichen. Ganz ehrlich. Mach mal auf jetzt. Das ist mal gut. Mach mal das Feuer weg, damit der Tod hoffentlich mal reinkommt. Oh. Anne brennt jetzt auch? Nein. Siobhan ist bei einem Feuer ums Leben gekommen. Ja, schade, ne? Naja, eigentlich nicht mehr, weil sie so eine Scheiße veranstaltet hat. Ganz ehrlich. Und Dominik wird auch noch folgen. So viel steht fest. Was denkt er, wer er ist? Hier so einfach einzubrechen. Nur weil seine Tochter hier wohnt, denkt er, hier kann er sich fühlen, wer will. Einfach ungefragt vorbeikommen, seinen Müll abladen und ja. Das denkt er einfach machen zu können. Nein, du darfst nicht sterben. Du bist eine der Chars, die nicht draufgehen wird. Welche Bahn ist es, wie gesagt? Es ist schade, tatsächlich schade, aber. Hat sie nicht anders verdient in meinen Augen. Und du hör mal auf, Scheiße zu bauen, Anne. Dich kann ich nicht ersetzen. Du bist eine Magierin. Also klar, ich kann da. Oh nein, das Baby brennt. Shit. Sag nicht, ich kann drauf gehen. Das wäre neu. Das wäre mir neu. Aber wer weiß. Niemand verlässt diese Welt lebend. Sascha weiß das. Sascha hatte nur nicht gedacht, dass er sich so bald darüber Gedanken machen würde. Es gibt noch so viel zu tun. Wie soll Sascha das alles erledigen, wenn der Sensenmann schon an der Ecke lauert? Wäre es sicherer, sich einfach für immer zu verstecken? Das funktioniert nicht, Kollege. Weil dann verhungerst du und ja. Eigentlich wollte ich auch, wenn es ein Haushaltsmitglied trifft, eher jemand anders anzünden. Aber ja, gut. Weil du Mitglied des Haushaltes warst, darfst du... Ja, obwohl eigentlich kann sie hierhin. So. Obwohl, nee, eigentlich hier zum Klo. So, genau. So. Weil sie kann ins Jenseits entlassen werden, weil sie will ich nicht wiedersehen. So, diese Seniorin, die bei uns eingebrochen hat.
So, lass einfach mal bitte aufs Klo gehen, wenn du dich mal um die Kinder kümmern kannst. Hör doch mal auf jetzt. Obwohl, du kannst mal gegen Tür trommeln, weil dich das stört. Ich halte mal auf die Kiddies. So. Sie scheint sie ja eh nicht zu jucken, wenn sie lieber einen Abweich macht. So. So, nice. Tschüss, Mary. Du warst ein schlechter Char, der mir nur auf die Nerven gegangen ist. Tschüss. Haust du rein? So. 2 Uhr. Anne, ich brauch dich. Ich brauch dich und deine Kräfte. Mach Ruf der Geister, bitte. Bitte klapp. Komm, 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 komm. Oh shit, Amber ist arbeiten, ne? Nee. Wo bist du, Amber? Was machst du? Ah. Machst dich um die Kiddies kümmern. Aber machst das sogar gut, ohne dass ich das eingegeben habe, glaube ich. Keine Ahnung. Aber du musst mal eben hier jemanden parodieren. Du musst eben mit ihr reden. Das ist wichtiger. Mach mit ihr reden. Schnell. Enger Zusammenhalt-Tipps geben, genau. Während Anne mit dem Tod redet? Okay. Krass. Während jetzt Minder mal wieder die Babys ein bisschen vernachlässigt. Nice. Ja, mein Char kann ich nicht wirklich Vorwurf machen, der ist auf der Arbeit. So. Der weiß von nichts. Auch wenn er sich natürlich scheiße fühlt wegen dem Ableben von Siobhan, weil sie geliebt hat. Auch wenn er Hass auf sie geschoben hat wegen Joe. Und ob wir den nochmal wiedersehen, ist halt auch die Frage. Aber wenn nicht, dann ja, mal schauen, wie wir das machen. Weil, ja. Mal schauen. So. Ich kann ihn auch irgendwie nicht herbeirufen. Ob das Buggy ist? So, keine Ahnung. Wenn wir wechseln. Oh Mann, die gehen mir jetzt schon auf die Nerven. Halt doch einmal die Fräse. Oh, ich bin ein echt guter Vater. So, kannst du das mal bitte älter werden lassen, weil Amber kann jetzt anderen Sims den Tag verschönern. Nice. Charisma Level 2. Nice. Wie lange arbeitet er jetzt schon in der. Schon da. Sascha kommt nicht umhin, um sich zu fragen, ob diese Karriere für ihn das Richtige ist. Aber eins ist sicher, es muss eine Veränderung her, stimmt's? Ja, dass er befördert wird, ich die Punkte bekomme und aufhören kann. So. 2 Tage zu zweit. Nice, ich kann befördert werden. Chan-Fähigkeit muss nur erhöhen. Das macht man am besten, indem man Leute verarscht. Und der Sensenmann, der kann mal ruhig ein bisschen verarscht werden. Warum nicht? Vielleicht rächt er sich dann an mir, wenn ich mal drauf gehe, aber wer weiß. Aber in letzter Zeit kann ich sie eh nicht mehr retten vom Tod, also. Ja, juckt's eh nicht. Also, ich habe nicht mal die Option gesehen, bei Siobhan nicht, bei Sarah nicht, bei sonst niemanden. So. Also, vielleicht gibt's diese Option auch gar nicht mehr. Oder ist irgendwas mit meinem Spielstand? Keine Ahnung. Kann eigentlich nicht sein. Ist hier irgendwer. Nee, gut. Sah irgendwie komisch aus gerade. Die Leute des Haushalts. Ich kenne meinen eigenen Haushalt nicht mehr. Ach du Scheiße. Genau, mach die mal älter beide. Oh, das war eine schlechte Entscheidung. Wir haben keinen Platz für die. So neugierig, ja. Ist mir auch gerade. Weil eigentlich nehme ich immer Engelsgleich, würde ich empfehlen für alle, die halt, ja, sich nicht so auskennen mit Sims und sich um Kleinkinder kümmern. Aber ja, ich bin halt ein Experte, also bei mir sollte das trotz 2 Babys kein Problem sein, auch wenn wir irgendwie mit dem Platz gucken müssen, wie wir das hinbekommen. Aber das ist erstmal nebensächlich. Ja, so, mal die Geschichte erzählen, so, eben dann noch hier Bewunderung ausdrücken, genau, und ja, dann eben hier. Anne, was machst du da? Was Klo gehen Gut, jetzt Minder, was machst du da? Ah, okay, gut. Dann mach das bitte auch älter werden danach, wenn du fertig bist. Meiner kann eben kurz mit dem Tod ein bisschen die Jobbeförderungsding machen hier. Und dann passt das. Warte mal, Mitbewohner. Ja, bitte neuer Mitbewohner zu werden. Wer möchte nicht mit dem Sensenmann zusammenleben? Leider kann man den nicht in den Haushalt einladen ohne Cheats oder so. Also mit Cheats und Mods vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich spiele halt auf PS4, deswegen kann ich ihn halt nicht zum Haushalt hinzufügen und nichts. Was halt, oder heiraten oder so, das ist halt extrem schade. Weil ich würde ihn echt gerne auf Bro-Basis einladen in den Haushalt. Und dass ich auch mal sagen kann, jo, nimm mal den mit und so. Ja. Aber ein bisschen Chillen muss natürlich auch sein. Genau, perfekt. So. So läuft das doch. Sorry, Toad, muss mich ein bisschen verarschen. Für die Fähigkeit. Auf Level 2. Auf Level Dos. So, und krieg ich das hin?
Über Karriere lügen, ja. Während mein zweiter Sohn auch älter wird. Jawohl. Werd groß und stark, mein Junge. Meine Jungs. Aber das ist auch direkt Zwilling geworden. Eigentlich wollte ich nur ein Kind von Jasminda, aber okay. So. Geht das nicht? Wegen Freunde, ja. Freundschaft ist ein bisschen höher. Aber an sich würde das gehen, gut. Ja. Frage ist nur, wie wir Joe wiederbekommen. Ob wir ihn wiederbekommen, ist halt die Frage. So. Ich weiß halt auch nicht, wo der Abgang abhängt. Wegen Siobhan. Wenn die so einen Kack veranstaltet hat, ey. Aber gut, dann muss halt auch einfach ein Tod da sein, so. Muss halt die Konsequenz halt kommen, weil sie hat meinen Hund gekillt. So. Und da verstehe ich keinen Spaß, so. Das ist halt eine Sache, die kann ich nicht verzeihen. Und was hat der jetzt für eine Frisur? What the hell? So. Und der eine ist direkt am Bein, toll. Gut, kann sich Jasminda um meiner drum kümmern, aber meiner hat eigentlich ja eher Jasminda, weil ich kann wenigstens im Job hier ein bisschen was machen. Sie halt nicht, aber gut, scheiß mal auf Job, weil ich habe eh 2 Tage und abgesehen davon sind meine Kinder wichtiger. Anbrüllen, genau. Erstmal anbrüllen, so. Ist älter geworden. Engelsgleich halt, wie gesagt, da gehen die einem nicht auf die Nerven und nichts, sind ganz brav und so, bauen keine Scheiße und nichts. Ja, ansonsten können sie halt schon ein bisschen anstrengender sein und so. Ja. Nein, so. Hört mal auf, Leute. Ihr habt alle Aufgaben zu erfüllen. Meiner kümmert sich um deinen Sohn. Hoffe ich mal. Ah, ich muss noch warten. Hier. Nein, hör mal auf. Also ist zwar nett, dass du es machst, aber ich mach das gleich. Kümmer dich lieber um den einen hier. Meine Jüge. Weil der planscht nicht im Klo gut. Ich dachte gerade, er ist auf dem Weg zum Klo, um da zu planschen. Du kannst mal Tag verschönern machen. Ja, das ist ein Geist, aber keine Sorge. Kannst mal eben trösten? Nee, geht nicht. Leviten lesen, ja, wahrscheinlich. Macht man nicht mal was falsch, Leviten lesen so. Nein, hör doch auf. Man muss jetzt so Geisteraktivität machen. Ach, Amber, hör doch auf. Nur weil du dich nicht vernünftig um sie kümmerst. Meine Güte, was bist du bitte für eine Freundin, ey? Gehst lieber was essen, ey. Unverschämtheit, ey. So, mach mal hier weiter jetzt. Bevor die wieder weg ist, ey. Dann reiße ich dir den Kopf ab, nicht wahr? Nee, aber ernsthaft, mach mal bitte, dass sie bleibt und so. Tag verschönern. Das hier noch machen. Genau, Sascha, kümmere dich um die Bedürfnisse deiner Kinder, sehr gut. Wenn das Minder sich um anderen kümmert, perfekt. So. Sascha hatte in Sachen über natürlich eine feste Meinung. Sehe ich jetzt vor. Kommunikationsfähigkeit. Sprechen ist ein großer Schritt für ein Kleinkind. Mit der Kommunikationsfähigkeit lernen Kleinkinder weitere anspruchsvolle soziale Aktionen. Sie wird verbessert, wenn das Kleinkind mit anderen spricht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das muss an Essen. Gefühl halten. Freut mich, dass mich dich meine Laberwitze nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Denkfähigkeit. Aber mit der Denkfähigkeit haben kleine Kinder weniger Tobsuchtanfälle und sind besser in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern. Kleinkinder sind weniger trotzig und können ihre Bedürfnisse erfüllen. Sie können die Denkfähigkeit durch Neugierde spielen mit Flashkarten oder Stapelblöcken oder dem Tablet verbessern. Ach ja, und was halt bei engelsgleichen Kiddies, Kleinkindern halt auch ein Bonus ist, ist, sie haben weder Tobsuchtanfälle noch sind sie trotzig, was andere halt haben, so von Zeit zu Zeit. Und ja, es geht halt auch den Erwachsenen auf die Nerven, nicht nur mir selber. Und ja, also nicht nur mir, sondern auch den Erwachsenen Sims. Natürlich bin ich auch erwachsen. Aber wenn ich gerade was komisch rübergebracht habe, ist ja auch egal. Ihr dürft euch ein bisschen mehr anfreunden. So, genau, dass hier über Interessen reden, genau. Anne, du darfst mal keine Ahnung was machen. Nein, du darfst mal hier den Boden putzen, genau. Dieses Mal muss Anne keine fremden Häuser putzen. So. Gut, du darfst dann bitte deinem Kind was beibringen. Nein, Sascha, du musst nicht den Abwasch machen oder was auch immer du vorhast. Glas Wasser, hör doch auf. Du hast nicht mal ein Trinkbedürfnis. Das gibt es hier nicht. Sims müssen nichts trinken. Außer sie sind Vampire. Aber darauf kommen wir zum anderen Mal zurecht. Das kann ich wohl verbessern erstmal. Deswegen, ja. Dann das weg. So. Geht nicht mehr mal weg. Okay. Machen, schade eigentlich, dass wir das Balance verändert haben, aber ist egal.
du kannst mal aufhören damit, weil du bist beschäftigt und du bist beschäftigt und du bist auch beschäftigt. Perfekt. So, und zwar sind alle beschäftigt, aber Amber kann natürlich noch sie im Haushalt. Ah, shit, das geht immer noch nicht. Mist. Egal, das war der Part. Ich hoffe, er hat Spaß gemacht, trotz des vielen, ja, trotzdem ein bisschen Ragen. Und trotz des Wohlverlustes von Joe. Ob wir das nochmal hinbekommen, weiß ich nicht, Leute, weil, ja. Scheint wohl buggy zu sein, scheint wohl irgendwas mit ihm zu sein. Und ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt irgendwie wiederholen kann. Wenn ihr dazu was wisst, lasst es mich gerne wissen. Das ist Joey. Och Mann. Okay, wir können ihn zurückholen und das werden wir, aber ob wir Siobhan zurückholen, das ist eine andere Sache. So. Weil wir können sie als Geist theoretisch in den Haushalt einladen, aber ob ich das will, ist die andere Frage. So, du kannst mal bitte ihn eben scheiß mal auf das Spielen und Futzen, weil erstmal, klar, das will ich belehren, aber wichtiger ist, dass er zur Teeklinik gebracht wird. Und das machen wir dann im nächsten Part. Ciao.